So, wir sind wieder unterwegs zur Spanischschule. Das letzte Mal heute. Nach der Spanischschule gibt es so eine Art Kochschule für uns in der Spanischschule. Und die Kochschule in der Spanischschule ist komplett auf Spanisch. Alles kann interessant werden. Und das hier ist übrigens unser Klassenraum. Hier sind wir mit drei Leuten und einem Lehrer. Kleine Gruppe, ist sehr angenehm. Ja, und wir haben jetzt Pause. Entschuldigt mich. Kurz einen Kaffee trinken. So, die Schule ist vorbei, jetzt ist Sommerpause. Heute war letzte Stunde, wir haben den Kochkurs gemacht auf Spanisch. Und ja, jetzt kann ich hoffentlich ein paar Grundlagen und mal schauen, wie weit mich das bringt. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich denke mal, eine total grundlegende Kommunikation sollte möglich sein. Hat so ein bisschen Grammatik gemacht, so ein bisschen Vokabeln, alles ein bisschen durcheinander gemischt. So, wieder zurück im Hostel und jetzt gerade ein bisschen Vokabeln gepaukt und jetzt stürze ich mich mal kurz in den Pool, solange die Sonne noch da ist. Ist schon wieder spät, aber ich war ja bis 16 Uhr in der Schule. So, für uns geht's jetzt los. Karim hat für uns ein Auto organisiert und da laufen wir jetzt gerade hin. Und damit fahren wir dann nach Celestun raus, wollen uns die Flamingos angucken. Auto übrigens 400 Pesos am Tag und eine Versicherung packt 5000 Pesos auf der Kreditkarte auf Hold. Ich glaube, das sind ungefähr 500 Dollar. Und das ist unsere Schleuder, da quetschen wir uns jetzt mit 5 Leuten rein. So, da sind wir in Celestun jetzt, direkt am Meer. Ich glaube, wir sind jetzt vielleicht 1,5 Stunden gefahren oder so, nicht allzu weit. Die Straßen sind okay, nicht zu viele Bumps. Nur das Auto ist natürlich sehr klein. Wir haben einen kurzen Snack eingekauft, hier so ein paar Sandwiches. Ein Sandwich 7 Pesos, sehr günstig. Beim zweiten Laden, beim ersten Laden war der Verkäufer bzw. die Verkäuferin nicht aufzuwecken, in Tiefschlaf gefallen. Ist passiert. Aber kurz die Badehose angezogen, jetzt wird's ernst. Wir fahren nämlich raus. Ich glaube, das kostet ungefähr 200 Pesos plus minus, je nachdem, wie groß die Gruppe ist.
Jetzt sind wir wieder in Mérida zurück und ich wusste gar nicht, dass hier Walmart existiert, aber wir sind jetzt aktuell in der Tiefgarage von Walmart, also ist es so. Und draußen geht gerade die Welt unter, es schüttet. So, jetzt bin ich schon wieder im Walmart, nur in einem anderen Land. Ich wollte mich eigentlich fernhalten, weil irgendwie hatte ich in den USA die Überdröhnung von Walmärten. Walmärten? Walmarts. So, wir haben eingekauft, schön günstig und jetzt sind wir kurz bei McDonald's. McPostres. Hier gibt es allerdings nur Eiscreme, sonst gar nichts. Da sind wir wieder am Hostel. Man sieht, es hat geregnet.